Eines Tages kam ein Bekannter zum griechischen Philosophen Sokrates gelaufen und sagte: Höre, Sokrates, ich muss dir erzählen, wie dein Freund. Halt ein! Unterbrach ihn der Philosoph. Hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Die drei Siebe? Welche drei Siebe meinst du? Fragte der Bekannte. Ja, drei Siebe. Das erste ist das Sieb der Wahrheit. Hast du geprüft, ob das, was du mir erzählen willst, auch wahr ist? Nein, sagte der Bekannte, ich habe nur gehört, dass... Nun, so hast du sicher mit dem zweiten Sieb geprüft, dem Sieb der Güte. Ist das, was du mir sagen willst, wenn es schon nicht wahr ist, wenigstens gut? Nein, sagte der Bekannte, ganz im Gegenteil. Nun, unterbrach ihn Sokrates, dann wollen wir noch das dritte Sieb nehmen und uns fragen, ob es notwendig ist, mir das zu erzählen, was dich so zu erregen scheint. Notwendig gerade nicht, sagte der andere. Also, lächelte Sokrates, wenn das, was du mir sagen willst, weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es begraben und belaste weder dich noch mich damit. Lass uns beide doch auch diese drei Siebe mitnehmen in unser Leben. Und wenn wir mit anderen Menschen sprechen, dann sollten wir auch überlegen, ist es wahr, was wir erzählen? Sind wir uns absolut sicher? Ist es gut, was wir erzählen? Und ist es notwendig, was wir erzählen? Und genau das sollten auch die Menschen um uns herum wissen. Warum sollten Menschen kommen und dir erzählen, was weder wahr, noch gut, noch notwendig ist? Warum sollten dich Menschen belasten damit? Woher nehmen sich einige Menschen das Recht, dich mit ihrem Müll zu beladen? Woher nehmen sich einige Menschen das Recht, mit dreckigen Füßen durch deinen Kopf zu wandern? Und weißt du, was am schlimmsten ist? Dass Menschen so oft über andere Menschen sprechen müssen. Dass Menschen so oft über andere Menschen sprechen müssen. Als hätten sie kein eigenes Leben. Und dann kommen sie zu dir und erzählen dir Geschichten. Also lass nicht zu, dass Menschen zu dir kommen und dir Geschichten erzählen, die weder wahr, noch gut, noch notwendig sind. Weißt du, das ist unser Leben. Und wenn Menschen ständig über andere Menschen sprechen müssen, dann heißt das nur, dass sie kein eigenes Leben haben. Und wenn Menschen über dich sprechen, in deiner Abwesenheit, hinter deinem Rücken, dann ist es eigentlich gut, weil sie nehmen dich und stellen dich in den Mittelpunkt ihres Lebens. Verzeih diesen Menschen. Verzeih diesen Menschen nicht, damit es ihnen besser geht, sondern damit es dir besser geht. Lass uns beide die Welt ein bisschen schöner machen, indem wir diese drei Siebe nehmen und uns fragen, ob Geschichten wahr sind, ob sie gut sind, ob sie notwendig sind zu erzählen. Und denk dran, große Menschen reden über Ideen und Träume. Normale Menschen reden über Sachen. Und kleine Menschen reden über andere Menschen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen, weil es ist mir so wichtig, dass nicht mehr so viele Unwahrheiten erzählt werden. Dass nicht mehr so viele Menschen über andere Menschen erzählen. Wenn du es genauso siehst, dann gib mir doch bitte einen Daumen nach oben. Abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst und sofort Bescheid kriegst, wenn mein nächstes Video online kommt. Es ist so schön, dass es dich gibt. Dein Björn.